Gut, fangen wir an. Human Factors, der Einfluss auf den Menschen. Unten rechts steht Jürgen Krügier, ein Ingenieur bei ERDS und sehr guter Kunstfluglehrer, von dem ich mich inspirieren habe lassen bei den Folien, wie immer beim Unterricht. Man will immer alles selber machen, aber am Schluss ist es dann ein Mix-up von verschiedenen Quellen. Ich habe es gerade gesagt, Lothar, ist eine Belastung für den Körper. Also selbst mir wird da immer noch schlecht dabei. Man gewöhnt sich dran, aber es ist schon was anderes als im anderen Fliegen, wo halt, sag ich mal, wenn es dumm läuft, der erste Abfangbogen vom ersten Looping knockt dich aus und sonst kannst du aber 8 Stunden lang Streckenflug oder sowas machen. Also das ist da schon eine Belastung für den Körper. Ich habe es ein bisschen gegliedert. Ich habe, bevor ich zu den G-Kräften komme, mal ein paar andere Punkte hergenommen. Erstmal so das Psychologische daran, wo sich jeder am Anfang erstmal dran gewöhnen muss. Halten die Gurte. Das ist so das erste Thema, wo man Vertrauen in die Technik haben muss. Insbesondere, wenn man da mal Kunstflug auf so einem Flugzeug hat, was diese Gurte hier unten hat, wo man nur so einen ganz winzigen Drehbereich hat und das irgendwie nur über so eine Lasche oder sowas das verschließt. Und manchmal hat man das Gefühl, die gehen ja schon fast von alleine auf. Also es ist schon immer spannend. Die mit dem Perkos haben, ist glaube ich dieses Modell hier, die ja immerhin eine rechte Lasche haben, die innen reingeht. Und sage ich mal, tatsächlich im Kunstflug lernt man dann zu schätzen, dieses alte Bergfalkensystem, was wir im Bergfalken hatten, was wirklich idiotensicher ist. Da kann man das meiste Vertrauen zu haben. Tatsächlich im Fox von Baden-Württemberg haben die über, ich glaube, diesem Gurtsystem hier unten nochmal zumindest ein Beckengurt mit so Modell idiotensicher. Aber das ist auf jeden Fall so eine psychologische Hürde, die man am Anfang hat und die einen dann vielleicht erstmal ein bisschen nervös macht. Da ist halt einfach Gegenmaßnahmen Gewöhnungsflüge machen, bis wobei man sich halt Bergfalkensystem tatsächlich auch mal, glaube ich, Unfälle gegeben hat, weil jemand diesen Nöttel da, also das, was bei dir so rot ist, nicht ganz oben drauf gesteckt hat. Also du musst ja alle Gurte aufeinander bringen und jemand hat es halt nicht ganz oben drüber geschoben, sondern sagen wir mal unter dem obersten oder so, ja, eine Stufe tiefer und nicht gleich gemerkt, weil da kann man es natürlich logischerweise auch reinschieben und dann also rutscht es wieder raus, ja. Also anschnallen, wenn man hinkommt, ist natürlich eine ganz wichtige Sache auf verschiedene Aspekte. Also einmal müssen wir überhaupt angeschnallt sein, um mit dem Flugzeug verbunden zu sein, aber auch damit, gleich auf der nächsten Folie, wir das auch besser vertragen. Also anschnallen ist halt einfach einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, weil gerade wenn wir negative Gs haben, dann drückt uns ja unser Körper aus dem Flieger raus. Das ist was, was wir ja nicht wollen. Zweites Thema, psychologisch hält das Flugzeug. Auch da spiegeln einige immer wieder, die sagen, gut, die haben da ein bisschen Angst, ob der dann wirklich das Flugzeug da hält. Auch da muss man halt sich einfach dran gewöhnen. Ja, es ist halt für 7G zugelassen, der Perkos, und dann wird auch die 7G aushalten. Auch wenn sich die Flügel ganz schön durchbiegen, aber haben wir ja im normalen Theorieunterricht angeschaut, wie weit sich so ein Flügel durchbiegt, bis er bricht. Teilweise ist er wirklich gefühlt 70 Grad oder sowas, bis er nach oben biegt. Also da hält die Technik auch schon aus. Dann ist wirklich ein Problem mit der Orientierung im Kunstflug. Man hat ja so viele neue Gewöhnungssachen, wie wenn ich den ersten Alleinflug habe, so ist dann der erste Rückenflug wirklich identisch. Wenn man dann sich erstmal schaut, man ist im Rücken, hängt in den Gurten drin. Und wenn ich dann einfach frage, wo ist der Schwanberg oder wo ist die Mainbrücke oder irgendwie sowas. Und dann auf einmal wird man geschaut, Mist, wo bin ich denn überhaupt oder sowas. Also auch da hat man ein erstmal wieder ganz, ganz neues Erlebnis, was wahrscheinlich keiner in irgendeiner Form so hatte, dass man mal eine längere Zeit im Rücken sich aufgehalten hat. Und dann sind so ganz banale Fragen, wenn auf eine Definitionssache, wo ist oben, wo ist unten, ist es jetzt relativ zur Erde oder relativ zum Flugzeug? Also ob vieles ist ja immer eine Frage des Bezugssystems, genauso links, rechts ist dann eine Diskussionssache, ob wir, wenn wir von oben drauf schauen oder aus Sitzrichtung. Deswegen sind tatsächlich Ansagen, lass uns nach Norden oder Süden kreisen oder Osten, Westen, dann ein bisschen hilfreicher, dass man nicht dann auf einmal im Rückenflug diskutieren muss in der Schulung oder wenn man dann alleine selber fliegt, wo will ich denn überhaupt hin oder sowas. Also da ist auf jeden Fall einfach nochmal sehr viel Ungewöhnung und man kann wirklich den ersten Flug der Rückenflugeinweisung wirklich nochmal genießen, wie sein allerersten Flug war. Weil man wird sich genauso fühlen, auch wenn man jetzt mega viel Erfahrung oder sowas hat und wird dann Probleme haben, überhaupt den Knuppel, sag ich mal, im Rücken musst du drücken, also auch das Höhenruder ist ja vertauscht und das überhaupt erstmal sowas wie Geschwindigkeit halten oder sowas. Also das wird auf jeden Fall, sagen wir, ist ein tolles Erlebnis, aber auch natürlich massive Stresssituation für den Körper und deswegen die ersten Flüge in der Kunstflugausbildung sind auch immer als Gewöhnungsflüge zu verstehen.
Kann ich bestätigen. Genau, der Markus hat das ja jetzt schon alles fertig. Alle anderen haben jetzt noch nicht so viel. Nächstes Thema, also Drehbeschleunigungen. Die haben wir drinne. Wir haben ja, das wird natürlich jetzt der Franz und der Thorsten besser erklären können als ich, aber ich probiere es einfach trotzdem mal. Das Gleichgewichtssinn des Menschen wird im Ohr hier in diesen Bogengängen, die sind in drei räumlichen Richtungen angeordnet, sind glaube ich Flüssigkeiten und sowas drin, die im Härchen sind, die dann ja, feststellen, in welche Richtung sich das bewegt und wo halt Beschleunigungen stattfinden. Sehkrankheit ist ja quasi, das Auge sagt einem in der Kabine im Schiff bewegt sich nichts, aber die Ohren sagen, es bewegt sich alles. Luftkrankheit ist ja umgedreht, das Auge sagt, es bewegt sich alles, aber wenn man normal fliegen oder Kurven oder gerade Kurven, dann sagen natürlich die Sensoren, nee, wir sind absolut still. Und das hat man natürlich noch mal ein bisschen intensiver beim Kunstflug, weil einfach viel stärkere Kräfte auf einen wirken und viel mehr Bewegung auch da in den Ohren los ist. Der Drehschwindel, gerade wenn ich wirklich Rotationen habe, wenn ich also, sage ich mal, Trudeln oder andere oder Rollen in der Längsachse die Drehung habe, aber sehr viel im Kunstflug, gerade dann im fortgeschrittenen Programm, dreht sich um Drehung. Auch da gibt es Probleme, denen man sich einfach bewusst sein muss oder wo man dann, wenn man merkt, jetzt geht es einem schlecht, halt dann würde ich Pause machen, dran gewöhnen. Auch da ist ein paar Flüge, den Kunstflug halt gegebenenfalls abbrechen, wenn es einem dann in irgendeiner Form zu schlecht wird. Und wie gesagt, selbst mir wird es immer am Saisonanfang und wenn ich dann nicht so viel Kunstflug mache, auch immer schlecht. Also das, sage ich mal, ist der Körper nur sehr bedingt dafür ausgelegt. Das Gleiche natürlich, wenn es sich viel dreht und alles und ich vielleicht mit meinem Körper selber zu kämpfen habe, dann ist auch einfach erstmal räumliche Desorientierung, kann auch noch ein Problem werden, wenn ich dann noch in ganz ungewohnten Fluglagen bin, ja, sag ich mal, wird es noch schwieriger. Gegenmaßnahmen sind eigentlich das Gleiche wie im ganz normalen Fliegen. Die gelten auch im Kunstflug. Bedeutet also einmal natürlich möglichst Kopf gerade halten, weil wenn ich in die Bewegung noch eine dumme Kopfbewegung mache, dann verschlimmere ich es oft. Am Anfang, ich weiß nicht, wenn man dann mal fragt, wie viel Gs haben wir gezogen oder sowas. Also es schafft in der Regel oft keiner, den gesamten Lehrgang auch nur einmal auf den G-Messer zu schauen, wenn einer Figur von Luftraumbeobachtung ganz zu schweigen. Am Schluss solltet ihr genug mentale Kapazitäten haben und das Steuern des Flugzeuges so weit im Unterbewusstsein machen können, dass ihr wieder Luftraumbeobachtung machen kann. Denn natürlich die NOTAMs liest kein Mensch und die fliegen einfach durch unsere Box durch. Und das passiert in der Regel immer. Und deswegen rausschauen, Luftraumbeobachtung und dann halt die Kunstflugfigur halt unterbrechen, abbrechen oder sowas, wenn da irgendjemand zu nah durch die Box fliegt. Oder halt einschätzen, okay, der ist 800 Meter tiefer oder sowas, da kann jetzt nichts passieren, aber dann schauen, wo ist er gerade und diese Orientierung haben. Also das ist da erstmal wichtig. Das Zweite natürlich immer irgendwas im Blick halten. Wenn ich Rollen auf der Längsbewegung habe, dann natürlich immer mit optischen Referenzpunkten arbeiten. Also wir haben immer bei jeder Figur und gerade dann, wenn dann fortgeschrittene Programme sind, aber auch am Anfang schon, weiß ich, wenn wir nach Ost-Westen machen über der Bahnrichtung, dann schauen irgendwas am Horizont oder kurz vorm Horizont, aber so, was ich gut im Blick habe, also keine Ahnung, im Osten vielleicht, wo die Autobahn durch den Steigerwald geht und im Westen irgendein Windrad oder sowas hernehmen und immer auf diese Punkte zufliegen, die im Auge haben und das hilft auch gegen Drehschwindel und andere Geschichten, dass ich einfach mein Auge auf etwas fixiere. Das nächste Thema ist nicht vom Flugzeug entkoppelt sein, das ist einfach mit dem Anschnallen ein Thema. Es gibt nichts Unangenehmeres dafür, wenn man nicht nur das ganze Flugzeug bewegt sich, sondern man in den Gurten hängt und eigentlich nur in den Schultergurten hängt und den Kontakt zum Flugzeug verloren hat. Dann ist das eigentlich eine Katastrophe, der Flug, und dann wird es noch mal übler. Und damit der Kontakt ja, zum Flugzeug nicht verloren geht, ist es halt einfach notwendig, den Beckengurt fest zu zurren und zwar wirklich bombenfest. Beckengurt, nicht Bauchgurt, habe ich hingeschrieben. Also quasi soll nicht über Bauch liegen, sondern wirklich den Becken mit dem Flugzeug verbinden. Das ist dann auch die Geschichte, die eigentlich fast ausreicht. Also die Schultergurte sind gar nicht so relevant und man muss natürlich, dass ihr nicht an die Haube berührt, weil auch das ist unangenehm. Aber das Wichtige, was ihr eigentlich braucht, ist ein fester Beckengurt. Genauso, wenn ihr ein Flugzeug mit Fünfgurt fliegt, wie den Percos oder sowas, zieht den fünften Gurt nicht zu fest,
Also in der Regel, man braucht ihn eigentlich nie, weil wenn der Beckengurt sauber festgezogen ist, dann ist er so tief unten, nach unten gezogen, dass auch die Schultergurte es nicht hochziehen können. Aber der fünfte Gurt soll halt im Schritt verhindern, dass man, wenn man in den Seilen hängt im Rücken, dann den Beckengurt nach oben zieht. Aber auf jeden Fall kann das sehr schmerzhaft sein, gerade für Männer, wenn man da ein bisschen übertreibt, sondern der Beckengurt ist der wichtige und das hilft für alles. Und dann wirklich helfen lassen dabei beim Anschnallen. Selber schafft man es oft nicht. Wobei im Perkos, die Gurte sind noch gut, also die kann man noch selber so nockeln. Wenn man da mal so einen 20 Jahre alten speckigen Gurt hat oder sowas, wo es ja gar nicht mehr geht, wie es oft bei Schulflugzeugen ist, da dann braucht man auf jeden Fall Hilfe von außen. Und da kann man ruhig selber ein bisschen auf den Bauch drücken oder sowas und dass man halt wirklich entlastet und dann außen einer nockelt das Band hoch. Das sind also elementare Sachen, um immer den Kontakt zum Flugzeug zu halten. Wie gesagt, im Perkos, da noch alles neu, hat man kein Problem, ja. Das mit den Schultergurten ist so eine Sache, je nachdem, wie gut man das Cockpit ausfüllt. Also ich muss die auch richtig fest anziehen, weil sonst drücke ich bei einer Rolle mich nur weg und nicht einen Knüppel. Also ich Okay. brauche das wirklich zum Fixieren, dass mein Oberkörper auch da bleibt, wo er ist. Also ihr müsst generell natürlich genau, ihr müsst so bleiben, wo ihr seid. Also das ist für jeden ein bisschen anders. Aber das Wichtigste ist der Beckengurt. Aber tatsächlich, was du sagst, der Weg wird auch sehr, sehr lang beim Drücken. Wenn ich dann vielleicht oben drin hänge, wird er länger. Also du musst natürlich schauen, dass du volle Ruderausschläge, die wir brauchen beim Kunstflug, immer machen können. Genau. Aber das werden wir uns in der Praxis anschauen. Und spätestens, ich meine, der erste Flug ist die Rückenflugeinweisung. Und wenn ihr da nicht in Anschlag kommt, dann wisst ihr, braucht ihr mal Kissen, dass man vielleicht auch mal hinten Kissen reintut, wenn ihr ein bisschen kleiner seid oder sowas. Ich meine, der Markus, sonst die perfekte Fliegerfigur, da ist vielleicht ein bisschen die Arme dann zu kurz. Gut. Jetzt kommen wir zu den hohen G-Kräften. Immer werden als Plus GZ in der Literatur betrachtet. Warum plus GZ? Das ist quasi hier rechts die Z-Achse positiv, die einen nach unten in den Sitz reindrückt. Natürlich wirken Beschleunigung, können sie in jede beliebige Richtung wirken und können dann als dreidimensionaler Vektor auf der Z-Achse, auf der X-Achse und auf der Y-Achse beschrieben werden. Und das mit Vorzeichen plus minus und so kann ich dann dreidimensional die Beschleunigungskräfte beschreiben, die ich da habe. Relevant sind im Prinzip eigentlich erstmal die Z-Beschleunigungen. Die in die Y-Achse, die haben wir de facto gar nicht. Beim Trudeln hat man minimal, dass man überhaupt mal spürt, jetzt habe ich ein bisschen Querkräfte und ansonsten haben wir immer durch die Querneigung vom Flieger, gleicht sich ja immer komplett aus. Also auf der X-Achse nach vorne oder nach hinten ist jetzt, sage ich mal, weil ich einen Jet habe oder sowas, habe ich da vielleicht Kräfte. Im Segelflugzeug ist ja beim Anstechen, beim Fahrt aufholen oder hoch beim Turn, wenn ich fliege, dann habe ich ja da ein G im Prinzip, das Maximale, weil dann zieht mich die Erdanziehungskraft an. Die einzige Achse, in die ich Kräfte dranbringen kann, ist eben die Z-Achse, also nach oben oder nach unten. Und wir sprechen dann von positiven Beschleunigungen, wenn es mich in den Sitz reindrückt, wenn ich also nach unten die Kraft wirkt, also die Erdbeschleunigung, das G steht ja für die Gravitationskraft, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und wir sprechen immer in Vielfachen davon, also mit 2G doppelte Beschleunigung, die auf den Körper wirkt und dadurch ist die Scheinkraft oder das Scheingewicht des Körpers doppelt so groß. Ist auch wirklich am Anfang oder so, oder wenn man dann mal einen Abfangbogen fliegt mit 4 bis 5G, dann kann man wirklich mal probieren, die Hand hochzuheben und dann merkt man wirklich, welche Kräfte da sind. Also der Mensch hat keinen Beschleunigungssensor, der kann das im Prinzip nicht direkt spüren. Negative Beschleunigung ist sonst eher die Seilrissübung, wenn dann irgendwie der Dreck in die Haube kommt, wenn also Kräfte nach oben wirken, wäre, wenn ich jede Figur kann ich quasi auch außenrum fliegen oder sowas, wenn ich ein Außenlooping fliege, habe ich das gleiche, mehr oder weniger Kräfte bei einem Looping, nur halt in die entgegengesetzte Richtung. Perkos zum Beispiel macht das auch mit, aber mit nicht ganz so viel ja, Belastungen. Also zum Beispiel Flieger sind auf plus 7, minus 5 ausgelegt und ich glaube, jedes Flugzeug, oder vielleicht der Swift plus minus 10G, aber sonst hat jedes normale Flugzeug, ist für erheblich mehr positive Kräfte wie negative Kräfte ausgelegt. Und der menschliche Körper, würde ich sagen, auch. Gut, das werden wir uns jetzt sehr im Detail anschauen, welche Auswirkungen das hat.
Da ist jetzt wieder, die Mediziner mögen es mir nachschauen, also jetzt etwas sehr banal, aber sage ich mal, unser Blutkreislauf ist, sage ich mal, der die ganzen Organe mit Sauerstoff versorgt, ist so das Elementarste, auf was wir uns da achten müssen und wo wir dann auch später darauf eingehen, wie wir das unterstützen können. Letztendlich, wir müssen das Sauerstoff im Körper verteilen und wir haben ein Dilemma, das natürlich, sage ich mal, generell zum Kopf hochpumpen das Schwierigste ist. Also der Blutdruck in den Beinen ist höher als im Kopf. Und wenn ich dann positive Gehkräfte auf den Körper einwirken, dann muss noch mehr Arbeit geleistet werden vom Körper, um das sauerstoffreiche Blut nach oben zu pumpen. Und das, sage ich mal, ja, kann zu einer Belastung oder zu einem Problem werden. Genauso hat mir mal laienhaft ein Mediziner erklärt, dass der Sensor, für den, der das steuert am Körper, soll also ungefähr im Bereich der Halsschlagader sein. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, was dann, wenn man dann Figuren fliegt, ist quasi einfach, wie viel Druck lastet auf oder wie viel Druck auf der Blutsäule haben wir jetzt wirklich im Bereich des Halses und das regelt nach ein paar Sekunden den menschlichen Blutdruck. Also wenn ich dann viel Druck am Hals habe, dann geht das alles, der Druckaufbau runter, also das Herz pumpt dann weniger stark und wenn ich wenig Druck am Hals habe, wenig Blutdruck am Hals habe, dann pumpt der ein bisschen stärker, der Körper. Und das hat so ein paar Sekunden, die er braucht, plus minus 5 bis 10 Sekunden Nachregezeit. Franz, sage ich da ungefähr richtige Sachen oder hast du da, sage ich mal, richtig Stellungen dafür? Da ist wenig Chirurgie dabei, klingt gut. Okay, gut. Das da drin. Gut. Auswirkungen jetzt auf die Organe, die das hat, wo wir überall was haben: Augen, Lunge, Herz, Kreislauf, Gehirn. Und das untere Unwohlsein ist ja nicht direkt ein Organ, aber ist eine Auswirkung abseits der anderen Sachen, wo ich bei mir zum Beispiel merke, oft der erste Abfangbogen oder sowas, wenn einmal diese plus 4, plus 5G auf den Körper gewirkt haben, ist so, als wäre ich 2 Stunden gelaufen und absolut ausgelaugt, Energie geraubt. Also das, und da muss man auch dran gewöhnen, aber gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Bereiche raus. Das Auge muss mit Sauerstoff versorgt werden. Das Auge kann nicht so viel Sauerstoff speichern. Und ein Effekt, den wir dadurch haben, ist, dass tatsächlich die ersten Ausfallerscheinungen, werden wir uns gleich anschauen, die Sehfähigkeit treffen. An der könnte man es merken. Meistens ist man so voll Adrenalin und alles und merkt das nicht so richtig. Man müsste sich darauf konzentrieren, was man noch wahrnimmt. Aber das Auge ist das erste Organ, was dann schlecht mit Sauerstoff versorgt wird, wenn nicht genug am Kopf ankommt. Und da treten auch eben die ersten Ausfallerscheinungen auf. Wenn ihr dann irgendwann nichts mehr seht, das fällt euch auf, spätestens dann ist es angesagt, die Gehkräfte runterzufahren und Ist es das, was man von man. Tunnelblick redet, oder also das habe ich schon mal irgendwo gehört? Ja, genau, dann nimmst du mir die nächste. Ah ja, okay. Entschuldigung. Nee, passt perfekt. Sollt ihr alle mitdenken. Nee, der Körper ist eine sehr, sehr effiziente Maschine, der probiert seine, sag ich mal, Überlebensfunktion so lange wie möglich aufrecht zu erreichen und schaltet erstmal die sinnlosen Sachen ab. Also das erste ist der sogenannte Grayout, also ihr verliert die Fähigkeit, Farben zu sehen. Ihr seht dann bei hohen Gehkräften Sachen vielleicht erstmal nur in Schwarz-Weiß. Das nächste ist, dass das Sichtfeld von außen nach innen immer mehr eingeschränkt wird, dass einfach außen alles abgeschaltet wird und ihr seht dann nur noch das, worauf ihr genau gerade hinschaut. Das ist dann dieser Tunnelblick und das fährt einfach immer weiter zu, bis es halt dann einfach der Blackout kommt und dann seht ihr halt einfach gar nichts mehr und der geht dann nahtlos über in eine Bewusstlosigkeit, weil in der Regel ist dann, wenn dann so wenig Sauerstoff an den Augen ist, dann auch, sage ich mal, dass dann das Gehirn dann auch fehlt. Eine positive Sache ist, dass bei allen diesen Eigenschaften der Körper, sage ich mal, in dem Moment, wo die Gehkräfte nachlassen und man hat sich jetzt nicht irgendwie, weiß ich, eine Ader im Gehirn zerschossen oder sowas, was tatsächlich im Motorkunstflug passieren kann, wo ich diese Kräfte lange aufrechterhalten kann. Im Segelflug habe ich einen Vorteil.
die Energie kommt in der Regel aus der Fahrt und die aus der Höhe, aber erstmal wandle ich die Höhenenergie in Fahrtenergie um und ich brauche Fahrtenergie, um G-Kräfte aufladen zu können. Und die Fahrtenergie ist irgendwann weg, also und zwar nach, weiß nicht, Sekunden. Also in Kunstflugfiguren kann ich es nicht lange aufrechterhalten, am längsten noch, wenn ich einen Steilkreis fliege. Aber wenn ich jetzt irgendwie Looping oder sowas oben hat, halt einfach keine Energie. Also man kann sich im Segelflug eigentlich nicht verletzen dabei. Und in dem Moment, wo die G-Kräfte weggehen und der Körper sich wieder halbwegs normal regelt und tatsächlich dadurch, wenn dann wenig Blutdruck im Kopf ist, regelt der Körper das Kreislaufsystem auf Maximalleistung und wenn dann die G-Kräfte fehlen, dann pumpt der quasi sehr, sehr viel Blut umher und dann wird wieder versorgt und dann auf einmal kommt es sofort wieder. Oder sagen wir mal relativ schnell. Also es kommt auf jeden Fall schneller wieder, als es weggeht. Also das sind erstmal, sagen wir mal, Verhältnisse dabei. Aber man muss sich bewusst sein, ich kann mich relativ problemlos ausschießen. Die hohen G-Kräfte tun natürlich auch auf andere Sachen wirken. Die Lungen genauso. Da wirken ja die Kräfte massiv nach unten, drückt dann halt flach die Lungenbläschen ein bisschen zusammen. Das Blut von dem oberen Bereich der Lunge geht in die unteren Bereiche der Lunge. Das heißt, Teile der Lunge arbeiten nicht mehr richtig und die anderen Teile arbeiten auch nicht mehr richtig. Auf jeden Fall, die Sauerstoffaufnahme ist signifikant eingeschränkt. Dadurch, dass dann auch noch weniger gepumpt wird im Körper, habe ich also so eine doppelte negative Funktion, dass wenn ich zu lange zu viel positive Gs auf den Körper wirken lasse, dass auch da es halt einfach Probleme mit der Sauerstoffversorgung gibt. Also euer Körper arbeitet da wirklich im Grenzbereich, wenn ihr heftigen Kunstflug macht. Und es ist auch eine Funktion der Heftigkeit. Also zum Beispiel in der Kunstflugausbildung wollen wir mit 4G fliegen. 4G verkraftet der Körper ziemlich problemlos. Im Wettbewerbskunstflug muss ich, weiß nicht, 6G plus oder sowas fliegen. Also auf jeden Fall mit so einfach sanften Sachen gewinne ich da keinen Blumentopf, weil das sehr, sehr hart geflogen wird. Wir wollen weichen Flugstil, sagen wir, der sowohl materialschonend ist, aber das dann auch für den Körper schonender lehren und erstmal ausbilden. Und das kann man halt eben einfach unterschiedlich fliegen, genauso wie wenn ich Wettbewerbe fliege im Streckenflug, habe ich da auch ein höheres, sage ich mal, Einsatz- und Risikoprofil, als wenn ich so ein bisschen rumfliege. Und so ist es halt bei Segelkunstflug auch. Da muss ich dann auch mehr Gas geben, um schöner die Linien zu zeigen oder mit Energie besser. Naja, eigentlich mit der Energie haushalte ich besser, wenn ich mit weniger G fliege. Aber viele Figuren, man macht zum Beispiel jetzt häufig in letzter Zeit immer Looping mit einer Rolle oben drin. Und um in der Rolle da oben noch Energie zu haben, dass der rumgeht, muss ich die Looping mit richtig viel Dampf fliegen und richtig, sage ich mal, knackig rumziehen. Und das bedeutet natürlich mit viel Dampf und knackig rumziehen hohe G-Kräfte, die ich da drin habe. Und dann, ja, fliegt man auch sehr viel Kombinationen, kommen wir später dazu, die das auch nicht gerade einfacher machen. Aber auf jeden Fall Belastung von Körper auch in der Lunge. Und das eben, haben wir gesagt, mit anderen Sachen, mit dem Blutdruck, der das hochpumpen muss. Ich habe also schon Sauerstoffmangelerscheinungen dabei. Und das ist auch das, wenn wir uns gleich mal so ein kleines Videochen anschauen von Zentrifugen, das, wie es halt einfach aussieht. Dann, wir brauchen es nicht nur in den Augen, wir brauchen es auch im Gehirn, den Sauerstoff. Es kommt weniger an, einmal durch den Blutdruck und in dem Blut, weil die Lungen nicht perfekt arbeiten in dem Moment, kommt da auch nochmal doppelt wenig an. Das Gehirn speichert den Sauerstoff besser als die Augen. Das hat so ungefähr 4 bis 6 Sekunden. Danach sieht man erst Ausfallerscheinungen. Und die sind die gleichen, wie man auch bei normalen Human Factors hat, wo ich um mich in der Höhe Sauerstoff mitnehme. Ich habe also Probleme mit Urteilsfähigkeit, ich habe Probleme mit Reaktionsfähigkeit. Und da war jetzt wieder Rhino Airways, wo jetzt einige Kommentatoren schon gesagt haben, der Unfall war wahrscheinlich auch so eine Kombination daraus, dann noch mit G-Lock. Also aufgrund Bewusstlosigkeit, aufgrund von hohen G-Kräften, dass es da den Piloten ausgeschaltet hat, das ist schon was, was tatsächlich häufig vorkommt. Wie gesagt, im Motorkunstflug, im Segelkunstflug kann ich sie nicht, in der Regel nicht lang genug aufrechterhalten, die Kräfte.
Aber ich habe das Gleiche, wie wenn ich in 4000 plus Meter Welle fliege oder sowas, habe ich auch beim Kunstflug die gleichen Sachen. Nur da habe ich es immer nur für einige Sekunden da drin. Also nicht dann natürlich dauerhaft. Und in dem Moment, wo ich wieder normale Gs habe, kommt auch alles wieder. Was der Körper eben dazu macht, er pumpt einfach, wenn hier dann, sage ich mal, weniger Blutdruck da ist, dann gibt er Gas und pumpt einfach mehr rum. Also der Körper erstmal steuert ganz unbewusst, dass er dann einfach mehr Leistung gibt. Braucht ein bisschen Zeit, aber es ist auch nicht so viel Zeit. Aber es bringt jetzt auch nicht so die Welt, wenn ihr da wirklich 5, 6 Gs ein bisschen länger anlegt. Und tatsächlich, selbst auch schon bei weniger Gs kann es dazu kommen. Und das. Nee, wir sind am nächsten Bereich, nächste Folie erst. Ich habe vorhin gesagt, so 4 bis 6 Gs ist das, was der Mensch ganz gut wegsteckt. Und dann gibt es zwei Maßnahmen. Wir im Segelflug haben nur eine, dieses AGSM, Anti-Gs Training Maneuver. Ich war also überall immer nur das englische Dokumentation gefunden. Das ist eine Atemtechnik, die wir, sollen wir uns später nochmal anschauen. Aber im Prinzip ist jetzt erstmal, ihr spannt alle Muskeln, den ganzen Körper überall richtig kräftig an. Dadurch sorgt es einfach, dass das Blut nicht überall reinsacken kann. Und das Blut, was nicht in den Körper runtersackt, bleibt natürlich mehr oben. Und das gibt dem Menschen ungefähr nochmal 4G zusätzliche Toleranz, die er aushält. Und tatsächlich ein Anti-G-Anzug der Air Force. Ich habe dann unten auch ein Dokument der Air Force, was das behandelt. Der gibt einem noch ungefähr 2G. Aber quasi richtige Atem- und Muskelanspanntechnik gibt einem 4G zusätzlich. Ein Anti-G-Anzug nur 2G. Also der ist wirklich was Kleines. Und dann auch nur, wenn er voll aufgepumpt ist. Wenn ein G-Anzug, sei einfach nur was Festes angezogen ist außen, das bringt so ein halbes G-Toleranz vom Menschen dazu. Also man ist in den Bereichen eben 4G, was klappt, und dann nochmal 4G so bis 8. Das ist aber schon der Percos mit 7G oder Fox einsitzig, hat glaube ich 10G und der Swift hat 10G. Und im Motorkunstflug, wenn Sie es da wirklich übertreiben mit diesen hochgezüchteten Maschinen, da können Sie teilweise auch länger diese Kräfte ran aufrechterhalten, und dann kann es wirklich auch körperlich extremst ungesund für den Menschen werden. Aber das sind auf jeden Fall die Größenordnungen, und wir wollen idealerweise machen, dass beim Prüfungsprogramm nicht mehr als 4,3, 4,4G auf der Schleppanzeige oder auf dem digitalen Maximalwert, wir haben einen digitalen Gehmesser im Percos, dass wir also einfach das mit 4G fliegen. Mit viel weniger als 4G kann man es auch nicht fliegen, weil das mit der Looping einmal rumgeht, mit der Energie brauche ich Minimum so 3,5G. Wenn ich nur mit 3G in Looping reinziehe, dann schläft er mir irgendwo oben ein und fällt quasi runter. Also ich brauche die G-Kräfte auch, aber wir wollen sie so mit dem Minimal des technisch Notwendigen fliegen. Mit mehr G geht es immer rum. Also ich kann einfach jede Figur einfach mit mehr Fahrt reingehen und kräftiger dran ziehen. Also ich habe die Möglichkeit, innerhalb der Betriebsgrenzen das jederzeit abzurufen. Also es ist dann die Kunst, die wir fliegen wollen, das möglichst sanft und möglichst entspannt zu machen. Und mehr ist dann, wenn ihr Wettbewerbe fliegen wollt. Auch das ist wie bei normalen Human Factors, wie ist der Körper, wenn einfach jemand fit ist, nicht so unfit wie ich gerade oder sowas, oder nicht übermüdet, nicht gestresst, kein Restalkohol, nicht krank oder sowas. Das sind alles Faktoren, die es schlimmer machen, die Toleranz, wo ich dann weniger Toleranz habe gegen hohe Gs. Und ein Element, der ist wirklich fett hier gedruckt, und das ist wirklich wichtig: vorangegangene negative Beschleunigungen. Weil was hat eine negative Beschleunigung? Ich habe eine Rückenflugpassage, ich habe den ganzen Blut im Kopf, dann drückt ihr alles auf den Kopf. Das ist für den Körper auch genauso Stress. Der merkt, oh Gott, ich habe massiven Bluthochdruck, und der regelt dann das gesamte Herz-Kreislauf-System runter. Der pumpt dann kaum noch Blut rum oder nur ganz schwach. Und in dem Moment ist natürlich alles offen. Und wenn ich dann aus dieser Situation, dass er sich nach vielleicht 5 bis 10 oder 15 Sekunden auf so runtergepegelt hat, der Körper, und ich dann aus so einer langen Rückenflugpassage ja, die positiven Gs anlege, da kann man sich besonders ausnocken. Und nachdem das Arbeiten nicht so gefährlich ist, ist, wenn ihr irgendwie dann später mal einem Gast demonstrieren wollt, wie es sich anfühlt, so ein Blackout zu bekommen, dann macht ihr mit dem eine Rückenflugpassage, erklärt ihr ein bisschen den Boden und sowas und zieht dann einfach nur mit dem Looping aus dem Rückenflug raus, was wir normal nicht machen wollen, aber
Wenn man es langsam genug macht, ist es ja okay. Ihr haltet die Luft an und sagt es dem Gast nicht und dann sage ich mal, mag der Huch, was ist jetzt passiert? Aber sage ich mal, dann soll er schon fit sein, wenn ihr solche Gemeinheiten macht. Aber auf jeden Fall, das sind Sachen, eben lange negative Beschleunigungen oder starke negative, auch dann, wenn sie kürzer sind und danach eine positive Beschleunigung, das sind Sachen, die das nochmal ja, schlimmer machen, diese Aber positiven jetzt mal die Gehkräfte. Frage, das kann ich doch nur begrenzt steuern, weil wenn ich jetzt mal denke an das Kunstflugprogramm, dann schreibt mir das Programm doch vor, was ich in welcher Reihenfolge machen muss und damit auch, wann negative von positiven Beschleunigungen abgelöst werden. Ja, also da gab es wohl auch gerade an Weltmeisterschaften in der Limited-Klasse, wo ich wirklich heftige Kräfte habe, wohl haben sie da, also kommen solche Sachen vor, dass da viele berichten, da hat es die alle ausgenockt oder so aus einem Programm. Man probiert es natürlich zu vermeiden, solche Sachen, weil man jetzt weiß, dass das negative Faktoren sind. Aber auch wenn ich selber der Pilot bin, dann weiß ich erstmal, was als nächstes kommt und kann mich darauf einstellen, kann schlicht und ergreifend anspannen, alles. Dann Luft anhalten, alles pressen und dann habe ich schon eine enorm höhere Toleranz und die positiven Gehkräfte sind auch nur relativ kurz. Aber klar, wenn ich das als Pflichtprogramm habe, dann muss ich es quasi fliegen. Ansonsten, wenn ich es selber zusammenbaue, kann ich halt sowas vermeiden. Aber wir gehen nachher mal tatsächlich ein paar Programme durch. Also die sind signifikant unterschiedlich, die jährlichen Programme, die an den Weltmeisterschaften geflogen werden. Und manchmal übertreiben sie es da wirklich mit so langen Negativanteilen. Also das, ja, können wir uns dann gleich mal anschauen. Oder, nee, irgendwann kommt es, ich weiß nicht, auf welcher Folie es jetzt gerade kommt. Ich habe es aber reingebaut. Toleranz gegen Gehs ist einfach erstmal Gewöhnung, so wie sich der Körper auch an das Thermikkurbeln als Anfänger erstmal gewöhnen muss, dass es einem nicht schlecht wird. Lernt der Körper auch im Unterbewusstsein irgendwie, jetzt kommt gleich eine hohe Belastung auf den Körper und dann steckt das mit jedem weiteren Flug weg. Also ich bin immer in den Kunstfluglehrgängen, bin ich dann oft ein paar Tage vorher schon mal hingeflogen und habe dann 3 oder 4 Tage lang jedes Jahr 3, 4 Starts mit dem Kunstflug gemacht und dann war ich fit. Wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich halt erst am 4. Tag vom Lehrgang, dass ich richtig fit war. Also das ist einfach Gewöhnung, die wie überall beim Fliegen da hilft. Zweites ist natürlich, wenn der Körper fit ist, wenn ich Muskeln habe und die Muskeln auch steuern kann und wenn ich einfach besser anspannen kann. Das geht besser, wenn ich mehr Muskeln habe und wenn die funktionieren. Also einfach so Krafttraining oder sowas ist da hilfreich. Genauso, wenn das Blut nicht einfach so nach unten weg kann. Wenn ich also im Flugzeug liege statt sitze, dann kann das ja irgendwann nicht mehr weiter runtersacken, sondern dann sackt ja das von der Kraft her quasi das Blut nach unten, aber die Beine sind nach vorne, dann geht das da auch nicht so gut rein. Und da ist dann zum Beispiel der SZD-59 Acro, da liegt man ja mehr oder weniger drin und das verkraftet man dann erheblich besser den Kunstflug, als wenn du im Flieger eher aufrecht sitzt, wie zum Beispiel im Percos oder sowas, wo das Blut einfach ungehindert nach unten durchströmen kann. Also das sind alles solche Sachen. So, jetzt kommt mal Einfluss der Zeit. Wir haben jetzt erstmal die Höhe der Gehbelastungen. Die Zeit ist davon sehr, sehr wichtig. Ich habe eine Grafik, die wir jetzt mal ein bisschen zerlegen. Die ist hier oben eine G-Lock-Zone, GZ-Induced Loss of Consciousness, also vom Bewusstsein, Entschuldigung, schlechtes Englisch. Aber geh mal los. Das Elementare, was ihr euch merken könnt, das ist eine Kurve, in der es schlimm wird. Die hat ungefähr diese Form. Unten ist die Zeit aufgetragen nach rechts, nach oben die Belastung der positiven G-Kräfte. Was man jetzt daraus ablesen kann, und ich darf diesen Bereich quasi nicht berühren. Man sieht, dass der Körper entweder in einem kurzen Zeitraum, so 2 Sekunden, quasi beliebige G-Kräfte vertragen kann. Entschuldigung, Arnulf. Also alles, was jetzt quasi links oder rechts oberhalb der Kurve ist, ist schlecht, oder? Ist das das, Genau, was du sagen willst? schauen Also wir uns gleich an, wir genau. wollen also immer unterhalb oder links von der Kurve bleiben, oder? Genau. Okay, danke. Eine Geschichte zum Beispiel, die hier ist drin, zum Beispiel ich fliege mit 3,5 G, eine Steilkurve, die ich aufrechterhalte und dann können Effekte kommen, dass es mich ausnockt und ich wieder reinkomme und mich wieder quasi zu Bewusstsein komme in dem Bereich, weil der Körper sich dann auch hier Gewöhnungseffekt hat und reinkommt.
Oder wenn die Kräfte halt erst langsam aufgebaut werden oder was auch immer, wenn ich Kräfte hoch aufbaue, meinetwegen ich gehe an die 6G oder sowas von dem Flieger ran, die ersten paar Sekunden geht's und dann wird es halt übler. Aber das schauen wir uns ein bisschen an. Wir haben innerhalb dessen quasi zwei Sachen überlagert. Wir haben erstmal, je mehr ich an die obere Kurve rankomme, habe ich erstmal den Grayout und habe dann quasi bis zum Blackout. Also es ist so ein Übergang. Dazwischen ist wieder der Tunnelblick, der sich dann quasi reingeht. Den habe ich hier in dem Bereich von den wenigen G-Kräften. Hier oben gibt es den Bereich nicht. Also hier geht der menschliche Körper, wenn ich bei 7G aufrechterhalte, dann geht der schlagartig von alles okay auf, ich bin komplett weg. Währenddessen hier unten hat man die Chance, es zu merken. Wenn ich da hier reinlaufe, dann merke ich, jetzt wird es aber komisch oder sowas. Hier oben bin ich nicht reaktionsfähig. Hier unten quasi kann ich noch darauf reagieren. Genau. Hier der G-Log, Bewusstlosigkeit, ist dann der Bereich, der hier oben ist. Der hört aber auch wieder auf, wenn ich da rauskomme. Dann ist es halt ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz so gut, wenn ich einfach nur Blackout oder sowas habe. Je mehr das Gehirn nicht mit Sauerstoff, aber wir sind hier unten im Bereich 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Also wenn natürlich jetzt 15 Sekunden das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt ist, je länger das ist, umso mehr Probleme macht das natürlich. Aber nochmal muss man sagen, das sind Bereiche eher im Motorkunstflug, die diese Sachen haben. Im Segelkunstflug will ich sagen, dass es da nicht auftritt, aber die meisten Unfälle, die man da draus sieht, sind eigentlich fast immer alles Motor, oder ich glaube sogar alle, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall im Motorflug findet man sehr viele Unfälle da drin, weil ich halt einfach im Motorflug kann ich das Gas stehen lassen und irgendwelche komischen Sachen machen und der Motor zieht mich halt immer mit der hohen Kraft. Aber um 7G zu haben, bedeutet der Percos hat 600 Kilo Abfluggewicht im Kunstflug. Das heißt, es sind dann 4,2 Tonnen, die ich ertragen muss, der Tragflügel. Das ist eine Energie, die ich da brauche und die holt er sich halt irgendwo her, der Flieger. In dem Moment, wenn dann einfach nur nicht mehr den Anstellwinkel aufrechterhalten wird, wird weniger oder fällt einfach, dann falle ich mit einem G oder dass ich einfach nach unten nur noch beschleunige. Also, dass ich wirklich da über 4 Tonnen tragen kann, das ist gar nicht von der Aerodynamik her, wenn wir uns das anschauen, bei der Aerodynamik gar nicht so ohne weiteres möglich. Also, es ist eher. Wie lange dauern denn die Figuren? Ein Looping dauert vielleicht 10 Sekunden oder 20 oder nee? Aber im Oder 20 Looping dauert. hast du nur unten im Abfangbogen, wenn wir den Looping der Figuren besprechen, du ziehst im Abfangbogen ungefähr bis zur Senkrechten mit viel Gs. Das heißt, du hast ein Viertel vom Looping und danach fängst du langsam an zurückzulassen, ausrunden und oben gehst du fast mit Schwerelosigkeit durch. Also, und du hast de facto, ist das immer nur der Abfangbogen zum Einstieg in die Figur und der Abfangbogen, um aus der Figur rauszukommen. Bei an Wie anderen viele Stellen Sekunden hat man ist es dann? Das ist doch dann vielleicht, nicht weil die dann länger als so zwei, 10 drei Sekunden, oder? Sekunden. Ach so, Genau. okay, also sogar im Wesentlichen eigentlich immer weniger als 5 Sekunden, oder? Ja, genau. Okay. Also es ist, Markus hat mich gefragt, da steht ja auch drin, irgendwie Steilspirale in diesen Sachen. Ich habe gesagt, ich habe selber in meinem Leben noch keine, bewusst noch keine Steilspirale gesteuert, weil irgendwie, du schaffst es so ein Mist ja nicht selber zu machen. Und dann habe ich aber überlegt, okay, wie steuert man eine Steilspirale? Ich muss ja quasi überzogen, Nase unterm Horizont sein. Und dann haben wir es einfach mal gemacht. Und da natürlich haben wir gerade mal einen Viertelkreis gemacht. Der Flieger war schon bei 220 km/h und hat einen 5,5 G drauf. Und wir waren noch nicht mal, sage ich mal, so richtig entwickelt. Also wenn ich natürlich sowas habe, dann kriege ich da Kräfte drauf. Aber hat natürlich auch Höhe ohne Ende vernichtet, weil, sage ich mal, du musst ja irgendwie die Energie wieder zuführen. Genau. Aber das ist also so eine Sache, also eine Steilspirale, genauso eine Rückensteilspirale, wobei da sind die Verhältnisse anders im Rücken. Also das bezieht sich explizit auf positive MG-Kräfte und auch da sind diese Probleme da, dass das Blut nicht im Kopf ankommt. Genau, jetzt kommen die Sachen, das Typische. Ich habe meinen Abfangbogen oder sowas oder den Einstieg in die Figur, den kann ich übertreiben, wie ich möchte. Das dauert dann eine. Und gerade je schneller ich reinziehe in die Figur, umso schneller bin ich oben. Also wenn ich jetzt vielleicht mit, was weiß ich, 30 Grad Winkelgeschwindigkeit pro Sekunde da in den Looping reingehe, habe ich halt 3 Sekunden, bis ich bei 90 Grad bin. Wenn ich das mit 60 Grad mache, habe ich halt dann 1,5 Sekunden, bis ich bei 90 bin. Also je kräftiger ich ziehe, um die gleiche Änderung zu machen, umso schneller ist es auch vorbei.
Und das sind Sachen quasi, die sind erstmal ganz unproblematisch. Genauso, wenn ich, keine Ahnung, 70 Grad Schräglage, dann habe ich ungefähr 3G und dann einfach da mit 3G-Kreis. Auch das nimmt der Mensch erstmal relativ gut weg. Also das sind die zwei Fälle, die problemlos sind. Wenn ich in irgendeiner Form, zum Beispiel ist das die Steilspirale, ich werde immer schneller, die G-Kräfte bauen sich immer mehr auf und die Zeit quasi dauert eher lange, wie es anliegt, dann durchlaufe ich diesen Grayout-Bereich, wo ich dann merke, jetzt kriege ich Tunnelblick, jetzt wird immer schneller, also Querlage jetzt doch mal zurücknehmen und das Recovern des Flugzeugs. Wobei ich dann auch, wenn ich 15 Sekunden lang Steilspirale mache, wahrscheinlich auch in der VNE oder sowas bin, was ich schon überschritten habe. Also da muss ja auch was zusammenkommen, damit ich eine Fluglage habe, die so ein Manöver quasi zulässt. Aber auf jeden Fall, wenn ich diesen Bereich hier durchlaufe, dann ist auf jeden Fall, habe ich meine Vorwarnung und kann da halt einfach aufhören damit. Und in dem Moment, wo ich die G-Kräfte zurücknehme, ist dann erstmal alles gut. Das habe ich vorhin gesagt, ich mache das gleiche mit 4G, dann kann ich diesen Grayout-Bereich vielleicht durchlaufen. Ich merke, es wird schlechter und mein Sichtfeld geht zusammen und ich merke aber, es geht auch wieder von alleine auf und kommt dann noch in einen guten Bereich rein. Das sind so Effekte, die man hier drin hat. Kann im Prinzip auch nur sein, wenn man am Schluss zum Beispiel ist, die normalen Steilkreise, die zwei Stück, die man machen soll, zwei Steilkreise, zweimal, keine Ahnung, vielleicht 10, 12 Sekunden oder sowas. Da bin ich natürlich wirklich in so einem Bereich drin und wenn ich das übertreibe, wir wollen es eigentlich so mit 2, höchstens 3G fliegen, aber wenn ich so mit 4G fliege, also das wollen wir nicht machen, aber dann könnte es zu solchen Effekten kommen. Und eben das, was problematisch ist, ich baue hohe G-Kräfte auf und halte die am Laufen oder am Leben und dann irgendwann wird es halt wirklich schlagartig, ist man ausgenockt. Wie gesagt, hier, das ist bei 8G eingemalt, also mit dem Perkuss ist es erstmal legal nicht möglich, das zu machen, illegal. Muss auf jeden Fall danach der Felix in Perkuss überprüfen, ob da noch alles zusammengeklebt ist. Nee, also vergesst es. Aber auf jeden Fall, da ist die Gefahr drin, dass man dann ausgenockt ist. Und je nachdem, wo ich dann reingehe, brauche ich auch danach dann wirklich Zeit, um das wieder zu recovern. Und da passieren dann wirklich Unfälle, wie jetzt eben Reno Airways, wo wohl die Kommentatoren gesagt haben, da wurde eine sehr energiereiche Kurve geflogen mit diesen Motorflugzeugen, wo sie also ein Parcours fliegen und dann so große Kurven mit hohen Geschwindigkeiten, was dann mit so Jets jetzt inzwischen auch schon fliegen, nicht mehr nur Propellermaschinen. Und auf einmal hat der Pilot keinerlei Reaktion mehr gezeigt und ist dann einfach auf eine normale Abwärtsbewegung in den Boden reingeflogen und keinerlei Steuerinput mehr. Also solche Sachen können halt dann einfach sowas sein. Ist Ich habe natürlich. vor ein paar Wochen mal durch Zufall so einen Film gesehen, wo so einer so eine Challenge gemacht hat, so ein Reporter. Und die Challenge war tatsächlich so einen Motorkunstflug zu überleben, ohne dass er ins G-Loch hineinkommt. Und er hat, glaube ich, sich 3 Monate gegeben und hat da halt trainiert, alles Mögliche. Und ein Teil des Trainings war, dass sie ihn halt in den Jet mitgenommen haben. Und da haben sie halt dann gesagt, ja, Jet geht nicht mehr ohne diese G-Anzug. Und ohne die Atemtechnik, weil da halt irgendwie, wenn du schon eine normale Kurve halbwegs fliegst, die halt irgendwie mit 4 bis 5 G läuft, weil die Kiste halt jetzt nun mal irgendwie fast 1000 km/h fliegt, wenn sie in die Kurve rumgeht, ja. Ja, genau, also Und wenn bei einer Energie. Extra oder was, wo sie es dann gemacht haben, da ist es dann schon auch nur kürzer, ja. Ja, genau. Ja, wir können uns mal hier eins anschauen. Das ist, ich hoffe, dass das jetzt hier klappt. Und man sieht hier oben die G-Anzeige hier laufen. Man sieht sie nur relativ schlecht. Also ich starte mal nochmal ganz kurz vorne, dass man es erkennt. Ich erkenne es jetzt hier auch irgendwie. Am anderen hat man es besser gesehen. Die fahren das Ding auf 9G hoch. Und dann Das ist sieht eine man, das Zentrifuge, oder ist das eine ist eine Zentrifuge? Zentrifuge, genau. Und die fahren die auf 9G hoch. Und dann sieht man, jetzt sind sie auf 9,0 hier oben. Und es dauert ein paar Sekunden und jetzt ist die Person ausgenockt. Und dann fahren sie jetzt sofort runter. Jetzt ist sie wieder auf 1, 2G. Und dann dauert es ein paar Sekunden, wie sie jetzt wieder erwacht. Und tatsächlich ist dann auch so wie Kurzzeitgedächtnis erstmal gelöscht. Also in der Zeit möchte man jetzt natürlich kein Flugzeug steuern. Also jetzt ist so bei Sekunde 20. Also war ungefähr 20 Sekunden nicht ansprechbar.
Genau, jetzt hier auch wieder auf 9G sind wir jetzt bei 33 ungefähr. Und jetzt schauen wir mal, jetzt lässt er nach bei 39, also 6 Sekunden bei den 9G. Und jetzt ist wieder bei 1G und er wacht wieder auf. Ist aber noch nicht, sieht noch nicht so richtig aus, als ob er voll zurechnungsfähig ist. Genau, und das ist das Video, könnt ihr dann anschauen, sind einige Filme, die quasi sich dann komisch verhalten. Also das ist in dem Moment, wo ihr euch wirklich ausnocken solltet im Flieger und nicht nur ein Blackout oder Grayout, dann braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen. Ist natürlich dann hilfreich, wenn das normale Figuren sind, dass ein Segelflugzeug sehr eigenstabil ist und wenn ihr das in 800 Meter macht, sage ich mal, dann könnte man sowas noch überleben. Aber genau. Gut. Könnt ihr euch dann nochmal selber anschauen. Aber es sind also auf jeden Fall schon heftige Reaktionen, die da auf den menschlichen Körper einwirken. Gut. Also hier in den Folien steht Handlungsunfähigkeit, wenn Bewusstlosigkeit 10 bis 20 Sekunden und relativ in der Erholungsphase nochmal 5 bis 40 Sekunden, je nachdem, wie heftig das oben war oder sowas. Orientierungslosigkeit, Angst, Übelkeit, Kurzzeit gelöscht, wie komme ich in diese Fluglage oder irgendwie sowas. Das sind Sachen. Generell ist immer Kurzzeitgedächtnis gelöscht, ist auch im Segelflugforum irgendjemand, der ausgestiegen ist und kann sich nicht mehr erinnern, warum er ausgestiegen ist im Flugzeug. Vielleicht Zusammenstoß oder sowas, aber gibt keinen Hinweis darauf. Also das ist immer ein Problem natürlich. Also da will man nach nicht unbedingt in einem Flugzeug sein, wenn sowas passiert. Gut. Bei geringeren oder bei Übungsstand oder sowas, jetzt sage ich die Frage, ich sage die ganze Zeit, es passiert nicht. Auch hier dieses Beispiel kommt aus dem Motorkunstflug, aber so eine Decathlon, die jetzt nicht gerade so das Hammerfluggerät ist und plus 6, minus 5, also ist weniger als der Percos und ist auch ein relativ banales Programm, was hier geflogen wird, Trudeln. Aufschwung, irgendwie so ein Kleeblatt, 90-Grad-Kurve, Looping, Abschwung, noch eine halbe kubanische Acht. Und auf jeden Fall hat sich bei dem auch, wurde dann in der Untersuchung rausgefunden, wohl irgendwie hat er sich ausgeschossen dabei, bei so einem banalen Programm und ist dann halt auch gestorben daran. Also deswegen, je nachdem, wie es der Körper verträgt, wir sehen es ja bei uns im Verein, einige zum Beispiel, der Lothar tut sich ein bisschen schwerer da, diese Beschleunigungen abzukönnen und das ist dann wahrscheinlich dann abhängig. Wenn jemand die ganze Zeit fliegt oder so und da sehr viel Praxis hat, dann ist das wahrscheinlich weniger ein Problem. Aber hängt drauf an, ich fliege jetzt auch viel, aber mir wird überraschend schlecht dabei. Und selbst wenn man extra für ein halbes Jahr ins Fitnessstudio gegangen, weil ich auch gesagt habe, ja, okay, ich bin gleich zu sehen, die ganzen Muskeln aufbauen und alles und habe das wirklich ernsthaft gemacht mit dem Ziel, dann beim Kunstfluglehrgang, dass mir nicht so schlecht wird und ich es besser vertrage. Und ich habe es dann aber trotzdem nicht besser vertragen als in Jahren, in denen ich keinen Sport gemacht habe. Also das ist auch sehr stark abhängig vom menschlichen Körper. Aber macht doch trotzdem Riesenspaß. Deswegen tut man sich das an. Gut, da steht jetzt noch ein, ja, das betrifft uns überhaupt. Okay, Maßnahmen, um sicher zu bleiben, ist einfach, dass ich die G-Kräfte niedrig halte, die Einwirkdauer niedrig halte, also unter 4G mit weniger als 4 Sekunden kann quasi nichts passieren. Und dass ich diese Atem- oder die Anspannung des AGSM zur Gewohnheit mache. Und das schauen wir uns gleich an, wie das dann nochmal im Detail aussieht. Aber wenn ich jetzt einfach mehr mache, dann muss ich mich einfach dran gewöhnen, sowohl die höheren G-Kräfte für den Körper gewöhnen, als auch dann die Atemtechnik dann wirklich angewöhnen. Wenn ich das einfach kurz habe, dann kann ich das auch einfach so durchmachen und passiert auch nichts, sondern wenn ich trotzdem die Gewöhnungseffekte ja haben, auch die bringen einem schon mal was. Wie das jetzt aussieht, jetzt hier wieder die gleiche 9G-Zentrifuge. Gehen wir mal groß.
1,4G, jetzt geht's los, G-Kräfte werden aufgelegt, er spannt wirklich alle Muskeln an, sieht sehr heftig an und ist dann auch wirklich atemanhaltend dabei, nur in kurzen Luftstößen atmen immer wieder und die ganze Zeit diese Anspannung aufrechtzuerhalten. Und vorhin hat es alle nach 5 Sekunden ausgenockt und jetzt ist er hier schon bei Sekunde 20 und hält es die ganze Zeit aufrecht. Also das sind dann natürlich Effekte, wie man es machen kann, ist ja G-Kraft zurück und sag ich mal, hat es auf jeden Fall gut überlebt, die ganze Geschichte. Also das haben wir vorhin gesehen, gibt einem 4 zusätzliche G-Toleranz. Der Mensch kann 4 bis 6 ungefähr. Ja gut, da gibt es viele lustige Videos, wo man das halt einfach machen kann, weil es so schön reproduzierbar ist. Aber auf jeden Fall, das ist eine Geschichte. Und zwar, wie funktioniert es einfach, bevor die G-Kräfte aufgebaut sind? Das ist wichtig. Das Blut darf nicht im Körper gesackt sein, sondern ich bin es im Rückenflug oder jetzt kommt gleich die erste Figur, ich Fahrt anholen und dann Körper anspannen, einatmen, Luft anhalten, kräftig und dann Muskulatur, vor allem die Beine. Das Blut soll nicht in die Beine, die muss ich richtig fest anspannen und dann einfach, solange die G-Kräfte anliegen, halte ich meine Muskelspannung, wenn sie länger anliegen. Alle paar Sekunden dann mal kurz einatmen und dann erst wieder aufhören, wenn die Beschleunigung abgebaut wurde. Ich möchte nicht dann am Schluss, wenn sie noch anliegen, hohe G-Kräfte und dann entspanne ich und dann sagt doch das Blut weg und es knockt mich aus oder sowas, sondern was ich, wenn ich dann macht mal 90 Grad oben bin. Aber wie gesagt, im Segelflug braucht ihr es nicht. Aber wenn ihr da geht empfindlich seid, hilft euch das auf jeden Fall damit umzugehen. Einfach Muskeln, vor allem die Beinmuskeln anzuspannen, aber auch die Muskeln in der Lunge, im Oberkörper. Also ich meine, ob man Lunge Muskeln hat, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie tut man doch schon Brust. Muskeln und so, in den Druck ausüben, dass sie halt dann das Blut verhindern, dass es zu weit runtersackt. Und das ist da die Möglichkeit, wie ihr damit umgeht. Insbesondere, wenn ihr halt eingeladen wird. Ich weiß noch, als bei uns der Salzmann Cup war und dann der Fox und dann wollen sie halt besonders zeigen, was halt alles mit so einem Fox geht und sie dann halt wirklich quälen. Oder ihr werdet zum Motorkunstflug eingeladen. Und dann wollen die halt auch immer meistens den Gästen zeigen, wie man sie so richtig ausnockt und sowas. Und dann halt einfach, müsst ihr euch merken, verhindern, dass das Blut in den Körper reinsackt. Gut, jetzt haben wir uns die ganze Zeit positive Gs angeschaut. Wir haben auch negative Gs. Ich mag sie gar nicht. Also die sind so unangenehm, weil die machen ein Stechen im Auge. Da letztendlich ist das, was sonst zu wenig im Kopf ist an Blut, dann drückt es einfach den ganzen Blut in den Kopf rein. Und da, wo ich was variabel habe, sind auf jeden Fall die Augen. Die Augen drückt es irgendwie dann raus und alles. Und das ist einfach so ein stechender, unangenehmer Schmerz. Es gibt dieses Red Out, wenn dann quasi im Augen die Äderchen platzen und alles irgendwie mit dem Blut. Aber das passiert wohl auch deutlich später. Also vor allem nicht, weiß ich, minus 2G. Und zum Beispiel in der Kunstflugausbildung mehr als minus 1,5, minus 1,7G wäre man nicht haben, weil es auch einfach unangenehm ist. Und später dann, da musst du halt wirklich einen Außenloop oder sowas fliegen, um lang negative Gehbelastungen zu machen. Tatsächlich zum Beispiel, Militärpiloten kennen negative G-Kräfte gar nicht. Also die erleben wahrscheinlich niemals minus 2G, weil die zu jedem, wenn die nach unten wollen, dann rollen die in den Rücken und ziehen durch. Oder wenn die in irgendeine Kurve, also die tun immer Rollen in die Bewegung und dann ziehen. Also die haben immer nur hohe G-Kräfte. Ich glaube, selbst der Tornado ist, glaube ich, der Eurofighter ist, glaube ich, für nicht mehr als minus 2G oder sowas zugelassen oder sowas. Oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall für sehr, sehr wenig negative G-Kräfte. Und es ist auch einfach einfach unangenehm. Aber der Körper erstmal dieses Blutarmutsproblem hat man weniger, wenn die Beine schlecht mit Blut versorgt sind. Das ist jetzt da nicht so wild. Es tut einfach nur weh und allein dieses Wehtun sorgt schon dafür, dass man freiwillig aufhört. Aber da ist quasi im Kunstflugumfeld, jemand hat sich damit einen Schlaganfall erflogen, auch wie der Motorkunstflug, weil er irgend so ein heftiges Programm dann die minus 7, minus 8G oder irgendwie so geflogen ist. Und dann hat einfach tatsächlich der ganze Blutdruck im Kopf, ist dann irgendeine Ader geplatzt und er hat es aber irgendwie noch überlebt, damit landen zu können. Aber ist danach, das war sein letzter Flug, den er halt gemacht hat und war danach wieder flugunfähig und auch sonst große Probleme im Leben gehabt. Aber auch das kann einem im Segelflug nicht passieren. Also bei 4G oder minus 4G, wenn man Außenlooping fliegt, dann sollte das nicht machen. Aber zum Beispiel, wir haben uns den Perkusse angeschaut in Hayingen.
Und um halt einfach und dann auch mal Probe geflogen und das erste, was einem zeigen, ausgeklickt und ein Auslooping gemacht, um zu zeigen, was der Flieger kann. Und oh, danach war der Flug für mich eigentlich schon gelaufen, weil man nur einfach der Kopfweh getan hat. Also das sind einfach die Sachen, das braucht man nicht. Und es gibt eigentlich, also man baut sich normal nicht in Kunstflugfiguren ein und nicht, vor allem nicht in, sage ich mal, Pflichtprogramm ist es nie drin, dass ich sowas mit hohen negativen Gs habe. Da ist jetzt das Umgedrehte natürlich Gegenmaßnahmen. Ich muss entspannen, weil wenn ich dann natürlich noch im Körper zusätzlichen Druck aufbauen würde, dann drückt es ja mehr Blut aus dem Körper raus. Ich muss dann einfach jedes Stück Blut, was sich irgendwo noch rumschwirrt, im Körper da lassen, einfach entspannen. Und auch da wieder gewöhnt man sich in den kleinen Bereichen auf jeden Fall dran. Also wenn man die Rolle hat, das ist die erste Figur, ich bin dann im Rücken und roll halt, keine Ahnung, der Perkos, wie lange wird er brauchen? Vielleicht 10 Sekunden für die Rolle, dann bin ich ungefähr so 4 Sekunden, wo ich signifikante negative G-Kräfte zwischen minus 1 bis minus 1,5 G habe und dann einfach ganz locker da weiterfliegen. Und das ist dann auch in keinster Form schlimm, sondern wie wenn man vielleicht im Bett vielleicht den Kopf aus dem Bett runterhängen lässt, rückwärts oder so. Gut. Genau, das ist gesagt, also negative Gs sind eigentlich die positiven Gs perfekt erforscht, negative Gs deutlich weniger, weil die Militärs damit nicht umgehen. Also die kennen nur positive Gs. Ja. Das jetzt nochmal zusammengefasst. Wir können im Segelflug nicht so viele Gs anlegen, deswegen ist es nicht ganz so relevant. Wir können G-Spitzen natürlich erzeugen, das ist immer bei den Abfangbögen. Wenn ich in die Figur reingehe oder wenn ich aus der Figur rauskomme, ich komme aus der Senkrechten und will den Normalflug, dazu muss ich quasi ja, Gs auflegen oder wenn ich halt kräftig reinziehen möchte, insbesondere sowas wie zum Beispiel der Aufschwung, wo ich oben noch eine halbe Rolle mache, da brauche ich dann oben noch Minimum 120, 130 km/h Fahrt und dann gehe ich unten nicht mit 180, sondern mit 210 vielleicht rein und muss auch kräftig durchziehen und auch länger durchziehen. Normal beim Looping ziehe ich nur bis zur Senkrechten und dann lasse ich nach und beim Aufschwung ziehe ich zum Beispiel komplett durch. Da habe ich dann etwas länger, aber die sind halt auch nicht so hoch und auch oben dann ist dann nicht mehr so die Kraft da. Und dann arbeitet er schon mal das eine G, auch wenn ich dann noch ziehe, arbeitet er schon entgegengesetzt und sorgt dafür, dass sich dann die zwei Kraftvektoren nicht addieren, sondern subtrahieren und das wird dann auch weniger. Genau, hier habe ich jetzt mal 2019 gezeigt, Open Aero. Das ist die Software, mit der man sich die Figuren baut. Die haben auch eine Library, wo es Kunstflugfiguren gibt und da ist nimmer 2020. Das sind eben diese Known-Programme. Also immer wenn ich im Wettbewerb fliege, dann habe ich, oh, das ist ein sehr dämliches Menü. Dann habe ich da bekannte Figuren und unbekannte und muss mir ein eigenes Programm machen. Das sind die drei Sachen und das Bekannte ist quasi hier drinne. Und hier ist letztendlich ein Programm, das, sage ich mal, primär nur positiv ist. Also um da mal kurz vorzugreifen, gestrichelte rote Linien sind negative, wo ich quasi negative Kräfte habe. Und durchgezogene schwarze Linien habe ich positive G-Kräfte. Und da sieht man, das gesamte Programm hier ist quasi positiv. Das hier nur einmal kurz das Weibchen. Und hier haben sie ein Looping, wo oben eine halbe Rolle ist im Rücken. Und dann drückt man runter, aber da kommt auch nicht mehr viel G-Kraft. Und dann wird normal rausgezogen und dann ist hier einfach ein Humpty mit einer Viertel auf der Aufwärtsbewegung und der wird einfach gedrückt. Auch hier oben beim Drücken habe ich halt mehr oder weniger Schwerelosigkeit. Also in dem Programm ist quasi gar nichts drinne. Und wenn man jetzt ein Jahr zuvor schaut, in 2019, dann ist das ein Programm, wo tatsächlich das, was du vorhin sagst, Wolfgang, einem dann schon tatsächlich passieren kann. Die schicken einen runterwärts in den Rücken. Hier erstmal im Rücken noch ein Abfangbogen, dann geht es im Rücken weiter, im Rücken aufwärts, der zweite Abfangbogen, der negative. Hier rollt er dann in den Normalflug, um dann ein Rückenlooping durchzuziehen, der im Rückenflug bleibt. Und dann ist hier die erste Figur, die ist dann kritisch, da geht es, oh, ich mache ein bisschen größer. Bei der Figur hatte ich dann jetzt hier, keine Ahnung, 3, 4 Sekunden. Das hier nochmal 4 Sekunden, das dann hier vielleicht 10 Sekunden, dann hier, je nachdem, wie lange ich vorziehe, nochmal Sekunden, da habe ich hier locker 30, 20, 30 Sekunden Rückenfluganteil gehabt. Und dann rolle ich in den Normalflug und gehe sofort ein Dreiviertel-Looping, den ich reinziehe. Also das ist so eine Situation, wo hier es dann wieder kritisch wird.
Und danach ist es ein relativ normales Programm. Also dann geht es auch mit einer gestoßenen Rolle wieder raus und dann kommen noch normale Figuren. Aber das ist sowas, wo zum Beispiel eine lange Passage ist, die lang genug auf jeden Fall ist, dass sich der menschliche Kreislauf dann in den maximalen Entspannungsmodus bringt und hier dann das Blut halt wahrscheinlich sehr stark runtersacken wird. Und da eben gerade so was anderes, wo sie so einen umgedrehten Humpty oder sowas direkt danach gebaut haben, der irgendwie nach unten geht und dann auch wieder durchgezogen mit, wo dann einfach sehr hohe G-Kräfte sind, weil hier bei oben sind jetzt kaum Gs, aber ich nach unten fliege. Und das sind dann Sachen, wo man sich tatsächlich dann auch mit dem Segelflugzeug ausschießen kann. Aber auch hier schon könnte das auf jeden Fall Risiko dafür haben. Entscheidet denn über das Programm der Wettbewerbsleiter oder die Jury? Das ist hier, die werden am Anfang vom Jahr veröffentlicht, dass das für die internationalen Sachen dann diese Programme sind. Aber ja, irgendwie ein der Weltverband in irgendeiner Form. Wie gesagt, es gibt andere Klassen, also du hast immer quasi Einsteigerklassen, also hier ist quasi Sportsman, das ist so die direkten Anfänger, dann hast du Intermediate, das ist dann so ein bisschen mehr, dann hast du Advanced, das ist dann die zweithöchste Klasse und dann Unlimited, wo du alles drinne hast. Und das wird dann immer aufsteigen. Also in den unteren Klassen hat man eben sowas nicht drin. Schau mal kurz, was das Sportsman einen da geflogen haben lassen in dem Jahr. Das ist mehr oder weniger so wie ein Prüfungsprogramm oder sowas. Also da ist jetzt überhaupt nichts auch nur ansatzweise Anspruchsvolles drin. Sieht man auch hier die Wertigkeit 121 Punkte. Und sind ja immer normal 10 Figuren, wobei hier sind es jetzt keine 10, hier sind es nur 8. Genau, aber auf jeden Fall, das ist da entsprechend festgelegt. Eins kann man dazu auch noch, es gibt dann letztendlich, da ist noch nichts da, aber zum Beispiel dieses Jahr, gibt es dann auch für, was man sich selber bauen muss, zum Beispiel ein Programm, wo einige Figuren vorgegeben sind, man muss den Rest selber machen. Das reichen zum Beispiel Nationen ein. Da macht jede Nation macht einen Vorschlag, welche Figur sie machen. Die übt dann die Nation ganz besonders oder kann die besonders gut. Und da gibt es halt dann auch solche Sachen. Also das ist alles, aber das ist ein Wettbewerbskunstflug. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir machen. Also bei uns ist dann irgendwie Segelkunstflug Bronze ist dann das nächste, was man macht. Und da sind dann, ist auch lustig beim DEC, es gibt keinen Deep Link auf diese Seite, von der Seite, aber egal. Und da hat man einfach dann ein bisschen Figuren, man tastet die Leute mal an den Rückenflug quasi ran, indem man dann eine Rückenflugpassage einbaut und dann geht man wieder mit einer Rolle raus. Das habe ich auch bewusst gemacht, weil mit einer Rolle ist auch dann, wenn wir das machen, werden wir lernen, dass wir uns immer mit einer Rolle rausretten wollen, weil die eben sehr, sehr sanft auch für den Körper ist, wenn uns irgendwas da nicht läuft und so. Aber im Prinzip, ja, so tastet es ran. Danach geht es weiter mit Silber. Was man dann macht, da ist dann schon mehr Rückenfluganteil. Da ist also quasi, man rollt rein, macht dann eine Rolle von Rücken, dann eine Rückenkurve, 180 Grad, einfach nur im Rücken, ist anspruchsvoller, als man denkt, gerade mit dem Percos, also mit so einem fetten Doppelsitzer. Und dann rollt man aber auch wieder normal raus. Also da soll man einfach jetzt nur mal dran gewöhnen, die Leute an den Rückenflug und dann halt so etwas wie einen Rollenkreis, die auch am Anfang oder auch später noch eine anspruchsvolle Figur ist. Und dann geht es ran und das Goldprogramm, da muss man dann selber sich eine Kür, die den Regeln eines Wettbewerbs, eines Unlimited-Programms quasi folgt, dann selber zusammenstellen. Also da ist quasi, macht man es selber und da kann man entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Gut, eben die Gefahr, die zweite, also das erste Gefahr jetzt hier war, ich habe eine lange negative Passage, der Körper entspannt sich zu sehr beim Negativen, ich selber will mich auch entspannen und dann haue ich wirklich hohe G-Kräfte rein, deswegen nach langen Passagen, wenn ich sie gut vertragen will, einfach rausrollen, anstatt rauszuziehen. Und das zweite ist einfach, wenn ich lange Steilkreise einfach mache, weil beim Steilkreis kann ich die G-Kräfte beliebig lang aufrechterhalten. Und da kann ich sie auch eigentlich beliebig hoch machen. Ich muss halt genug Fahrt auflegen, weil eine Eigenschaft, wenn wir uns dann bei Aerodynamik anschauen oder bei den Betriebsgrenzen des Flugzeuges, ich brauche Fahrtenergie, um G-Kräfte anlegen zu können. Und dann, keine Ahnung, welchen Flieger auf 220 zum Beispiel beschleunige, kann ich aber eigentlich bei jedem Flugzeug jede G-Kraft quasi abrufen. Und wenn ich, und das kann ich dann auch relativ oder beliebig lange, wenn ich mich so runterschraube, quasi aufrechterhalten. Und da kann man es dann auch erzwingen, Leute auszuschalten. Sollte man nur schauen, dass man sich dann selber nicht dabei ausschaltet.
Gut, ich habe jetzt hier zwei Links. Ich glaube, damit bin ich jetzt auch schon so ziemlich am Ende von dem Teil. Das eine ist ein Paper, was ich da gefunden habe, die tatsächlich diese Grafik war da interessant. Die haben nämlich zum Beispiel Shortest to Unconsciousness. Also was war von den Versuchsteilnehmern der kürzeste, der sich ausgenockt hat? Das war ungefähr bei 7 Sekunden mit 2,3 G. Also das ist natürlich der menschliche Körper hat eine riesen Schwankungsbreite, wie er darauf reagiert. Genauso Shortest to Grey Out bei ungefähr 1,3 G für 8 Sekunden, das ist ja schon was Thermikkurbeln. Und dann auch der Average zum Ding war hier ungefähr 2,5 G bei vielleicht 8 Sekunden. Also ich glaube, der Inhalt der Studie, ich habe sie nur überflogen, war, dass die sagen, diese erste Grafik, die ich da aufgelegt habe, die habe ich nach oben geschoben. Moment, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Moment. Die hier legt den bei 5 Sekunden und die ist Unbewusstsein ungefähr bei 5G und das ungefähr 6 Sekunden. Und diese Studie hat quasi gesagt, dass wohl, die haben das wiederholt, so habe ich das verstanden, müsste ich genauer machen, und sagen, dass es wohl früher auch auftritt bei vielen. Also the two new different significantly from previous curves in temporal characteristic and key aspects, neurologic response acceleration. Und die habe ich jetzt so verstanden beim Überfliegen, dass die sagen, das tritt schon deutlich früher von der Zeit her auf und auch bei niedrigeren Gs. Also das ist einfach je nachdem, was du halt testest. Das erste war vielleicht Militär und das sind normale Personen, die sie genommen haben oder sowas. Aber da waren eben quasi am Schluss diese Sachen, dass gerade dieses hier war interessant, dass es eben auch schon bei überraschend niedrigen Gs hier bei 3G oder 2,5G, währenddessen diese andere Kurve hier hat das erst bei 4,5G ungefähr rausgenommen oder knapp 5G, ja 4,5 ungefähr. Also das sind die Sachen, also da Bewusstsein, es kann auch früher ausknocken. Aber auch das erreichen wir, ich meine, so lange, weiß ich, 7, 8 Sekunden so hohe G-Kräfte anzulegen, haben wir im Segelkunstflug nicht. Aber auf jeden Fall, das ist da drinnen. Und die zweite Geschichte, der zweite Link, der beschreibt gerade diese Atemtechnik ziemlich ausführlich. Das ist von der US Air Force, Compliance with this Publications Mandatory. Und die beschreiben dann im Detail, wie man das macht und genau diese Atemtechnik. Also kann man sich durchlesen, wenn es interessiert. Dürfte, da habe ich auch das Bild rausgeklaut mit den 3G-Kräften. Es dürfte aber jetzt nur Relevanz haben, wenn ich wirklich Motorkunstflug machen möchte. Und die beschreiben auch tatsächlich, was dieser G, der Druckanzug bringt und dass der eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Teil hat. Also wo ist der? Ja, ich habe es auch überflogen. Und eben, dass der im Schnitt nur ein halbes G bringt, wenn er nicht aufgepumpt ist, wenn er voll aufgepumpt ist, dann tut er bis zu 2 G nochmal dazu bringen. Und natürlich auch nochmal sowas Sauerstoffzufuhr selber, wenn das Blut natürlich besser versorgt ist und sowas sind alles da Faktoren. Aber es gibt keinen Kunstflug mit Sauerstoff. Ich meine, das Nasenkanüle, ob die bei Gs oder sowas hält. Gut, okay, damit wäre ich jetzt erstmal im ersten Teil. Wie spät haben wir? 21:13 Uhr. Okay, ein bisschen länger als erwartet. Sollen wir kurz einmal schnell was trinken und dann machen wir auf jeden Fall nochmal vielleicht eine halbe Stunde weiter.